So, So, jetzt customisieren. ist mal Panzerpower hier angesagt. Jetzt mache ich euch alle mal fertig. Vielleicht läuft's ja mal mit dem Panzer. Ich komme Oh, ich habe auch so rein. ewig keinen Panzer mehr gespielt. Oh, also nicht mal Panzer gespielt, gefahren, wie auch immer. Das kann jetzt auch total in die Hose gehen. Ehrenwert von Guck, da war Ehrenwert. einer. Oh, fuck. Fuck. Ja, okay, ich glaube, da Steig ist mal überall aus. einer. Ich bin mal weg. Pass auf, bei dir ist einer. Oh ja, genau hinter mir wieder, ey. Schwule Wichsmist, Scheißen, Hurenfotze. Ich hab ihn. Pisswix, ich bin, glaube ich, Sunny. Ich komme gleich zu dir. Scheiße. Ja, ich konnte dich sowieso nicht mehr. Fuck, ich bin auch so gut wie tot. Da, guck mal, Medipack. Wo? Liegt auf dem Dach. Ach, da. Ich hab's total verpeilt. Habe ich wohl mitgekriegt. Ich gehe jetzt hier wieder rein. Ach, du bist es, Mann. Ich schieße auf dich. So, das war dann mal ein 1-on-1-Duell, was sich mal sehen lassen könnte. Was? Hä? Ja, ich glaube, hier ist keiner mehr. Ja, ich guck trotzdem mal nochmal. Nein, da ist doch einer! Fuck! Boah. Irgendwo oben. Ah, ne, da war einer. Toll. Weggeschnappt. Warte, wo bist du? Hab einen. Wo bist du? Ich hab den Camper, ich Medipack. bin hier. Ich bin nicht. Ich brauche nichts. Doch, also ich habe nur noch 14%, aber scheiß drauf. Ja, so gut, wenn es so ist. Hallo, ich bin ein Hardcore-Spieler, ja? Ich. Oha. Boah. Genau. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich bestimmt tot. Gibt's im Battlefield eigentlich auch Hardcore-Modus? Ja, also das heißt da, wo man hier Teamkills und so weiter machen kann. Und wo man, glaube ich, nur statt 100 Life irgendwie nur 80% hat. Aber halt trotzdem 100% angezeigt werden. Irgendwie so ist das, glaube ich, geregelt. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß und auf jeden Fall mal, dass man schneller es down. Gibt auch, glaube ich, kein Fadenkreuz da. Ja, gibt's auch nicht. Und keine Munitionsanzeige und Lebensanzeige gibt's, glaube ich. Genau, das gibt's. Genau das war's. Es gibt genauso viel Life, nur halt keine Lebensanzeige. Also du weißt nie, wann du. Ich glaube, doch, wenn ich umfalle, dann weiß ich, dass ich tot bin. Ja, natürlich, aber trotzdem, man kann nicht mal sagen. OMG, solche Heckfick-Fotzen. Ich bin noch ganz zufrieden mit meinen 14-10, aber es liegt auch daran, dass ich ein bisschen Luck hatte mit den Fahrzeugen, dass ich immer den letzten Schuss gesetzt habe. Ich habe 9 zu 12 jetzt. Boah, ey, Hallo, ich finde das Sigma. immer echt toll. Kannst du nicht hier mal, du. Mann, ey. Ich glaube, der ist AFK, hab ich so das Gefühl. Nee, der hat doch eine Suflam in der Hand. Nicht so flan. Nein, dieses Ding da, was so rumfliegt, oder ist es doch das? MAV. Ja, guck, da siehst du, wie ich Battlefield, sag ich mal, verlernt habe. Nein, nein, kipp nicht um. Oh. Rein Panzerjäger, wo ist ein Panzerjäger? Ich hab einen Panzer, ich mach den platt, den Panzerjäger. War es da jetzt hier jetzt ein Gegner oder ein Freund? Sag mal! Ich habe keine Ahnung, ich renne hier nur so wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend und habe keine Ahnung, wer wo ist. Das ist doch scheiße, sowas. Hast du repariert oder so? Naja. Ja, genau, weiß ist klar, Alter. Natürlich, ich hab ein Dingsterbumster. Fuck! Hacker, Ficker, Fotzenhurenbums. Ist ja fast schon ein Zungenbrecher. Die Runde fuckt mich gerade so richtig dermaßen ab. Das ist echt so krass. Richtig dermaßen. Schon echt seit Tagen wieder keine so schlechte Runde mehr gehabt, ey. Ja, ich bin immer voll am Rumfail. Wie gesagt, diese 1-on-1-Duelle, die verkacke ich immer. Früher habe ich die meistens mit 100% überstanden und jetzt entweder sterbe ich oder ich habe noch gerade so 10% und dann kommt noch so ein scheiß Haufen um die Hecke, genau, und killt mich dann, also. Das Spiel macht mir gerade gar keinen Bock mehr, ohne Mist. Das ist so richtig derbst Abfuck gerade. Das ist halt unglaublich. 10, 14, nee, ich meine, sonst habe ich ja vielleicht noch 20,5 oder so. Oder 20,10, was gerade noch so annehmbar ist, aber so ein Wichser nicht. Ich bin jetzt wieder ACWR, ja, ich hab Arschlecken.
Ist ja schon irgendwo ein Panzer? Ne, das war so ein kleines Fahrzeug. So, ich würde mich jetzt mal gerne in die Innenstadt begeben. Das ist C, obwohl E wird gerade angegriffen. Dann nehmen wir da mal E. Scheiße, wo ging jetzt immer die Treppe hoch? Oh, ey, wie ich die Map überhaupt nicht mehr kenne. Beziehungsweise ich kannte die noch nie wirklich. Ja, da ist die Treppe noch. Ha. Na, Camper, wo seid ihr? Das läuft einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da los ist jetzt. Leck mich am Arsch. Lol. Fuck. Oh, fuck! Alle auf einmal. Sergei 63 Russia, ey. So muss er sich nennen, ey. Sergei, ja, das ist das gekillte Arsch. Oh, meine Fresse, ohne Mist. Nee, ich mach die Grafik jetzt wieder auf dem Mittelalter, ohne Mist. Vielleicht brauche ich einfach doch wieder bessere Performance. Nein, das war der Schritt zu viel. Oh, komm, verteidigt eh. Komm, Leute, ach, Level 100. Also, ich spiele gerade auf voller Auflösung. Also, auf alles hoch. Mehr geht nicht. Auf mit Grafik alles. Ja, alles ganz hoch. Alles, alles. Mehr geht. Das ist doch 670, oder? Ne, 660 Ti, aber schon übelst, hochgetaktet und so. Und ich spiele jetzt gerade mit fast 80 Frames. Vorne ist sowieso einer, gell, so. Was, was? Hier vorne ist nur einer. Ja, genau, da bin ich gerade ausgestiegen und mich hat genau die Macht. Genau. Ja, du drückst es im Chat echt gut aus. Das klappt mir echt auf die Eier gerade irgendwie, ohne Mist. Ich verreck bloß noch. Was, was habe ich denn wieder für Ping? 33, fühlt sich an wie 1000, ey, ohne Mist. Ein Ping von 25, wie immer. Obwohl nee, das geht doch nicht, ohne Mist. Ich habe als erstes auf den geschossen, habe getroffen, ohne Ende. Und der killt mich, das kann doch nicht wahr sein. Anscheinend auch überhaupt nicht niedergehalten worden oder so. Nö, ist klar, weißt du. Meine Fresse, ist wieder zum Kotzen, der Dreck. Mein Internet fällt auch wieder übelst rum. Das ist alles total die Scheiße. Oh, hä? Ich frag mich, was die in Arabien für Tastaturen haben. Wenn Arabisch so komische Zeichen sind, ob die Zeichen ja auch auf der Tastatur haben. Keine Ahnung, muss man mal googeln. Erstmal machen. Was ist da los? Ohne Mist, der Server ist einfach dreckig behindert. Ich geh zu dir rein. Na, ob das eine gute Entscheidung ist. Nö, aber besser als nichts. Boah, nein. Hast du eigentlich auch die Grafikfehler, so gelbe Straßen und so Mist? Nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum hab nur ich die, Mann? Was mache ich denn hier schon wieder? Kannst du es mal erzählen? Keine Ahnung. Also nächstes Mal nehmen wir eine andere Map, die ist mir irgendwie total unsympathisch. Ja, und einer ruft mich gerade an auf der anderen Leitung. Aber Moment, da hinten ist einer. Nein, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit für dich, Erik. Ah, jetzt komm doch mal da raus! Was ist das denn? Achtung! Ah, bin ich da echt hängen geblieben. Wo in deiner Kindheit? Ja, klar. Na komm, ich hol mir den so. Ich hol mir den auch. Ich hab ihn. Ja, dann repariere ich mal. Ja, ich gebe so lange so ein bisschen Deckung. Oder besser, ich setze in den Panzer rein. Von da aus Deckung. Ich glaube, da ist einer, ja. Wow! Verdammt. Bist du tot? Nee, nein. Warte, reparier mal, ich geb dir Leben. Was war das denn für einer? Ich hab nur einen Hintermeer gesehen mit einer. Ich hab den. Ich hab den gesehen, ich wusste aber nicht, ob das ein Gegner ist. Mhm. Ja, ja, ich repariere jetzt, ja. So. Warte, da oben ist so einer, guck. Wo? Ach, da. Ja, der ist hinten runtergelaufen. Ich hol mir den und du kannst schon mal losfahren. Da kommt erstmal ein EOD-Bot.
Wo ist der Arsch? Da ist er doch. Ich hab ihn. Ah, ich hab da oben ist nochmal einer. Nummer zwei. Ich weiche aus, ich hab sie beide. Du hast sie beide markiert, ich hab die hoffentlich gleich. Wo seid ihr, ihr kleinen Motherfucker? Ich werde anvisiert, verdammt, zu spät drauf. Ey, warum ist er immer schon tot? So, da habe ich schon mal einen bekommen. Bist komm mal her, komm mal her, ich gebe dir Medikit. Ja, hier. Wo bist du? Hier. Ach, da ist der Panzer. Moment, den hole ich mal immer. Scheiße, nicht getroffen, doch getroffen, ich weiß es nicht. Ah, scheiße. Jetzt hat er mich aber. Ich liege da oben auf dem Berg. Okay. Aber da kommt der Panzer gerade. Der fährt gerade. Moment, ich muss mal kurz. Wie sie hier alle den Berg runter springen. Der Server ist aber noch da, jo. Und es bleibt offensichtlich nur ein Rückzug. Echt? Ne, von dem Po, oder? Ist der Panzer down? Keine Ahnung. Ich bin jetzt bei F und nimm das gerade ein. War ja auch klar, dass der mich kriegt. Ich habe den zuerst getroffen und der gibt mir auf einmal noch einen Headshot. Naja, okay. Ist jetzt nicht so toll. Mit die M4A1. Und ja, damit die finde ich eigentlich immer recht cool. Nur, was ich bei der A91 so bei mir so in meinem Spielstil so krass finde, ich brauche mit der eigentlich nie anvisieren. Ich treffe die immer. Also ich habe immer das Fadenkreuz auf der Person. Also ich weiß nicht, das liegt irgendwie an mir. Da spiele ich die so gerne. Also das ist schon krass. Also das fällt mir immer auf, wenn ich dann irgendwie Team Deathmatch spiele mit der, das mache ich manchmal halt. Dann brauche ich da eigentlich nie zu zielen. Ich habe die sofort immer im Fokus. Und darum spiele ich die auch bei Conquest immer, bei Conquest immer so gerne. Ey, wer versucht das denn da immer mit EOD-Bot? Was ist das denn immer für ein Opfer? Fuck. Mann, ey! Ah! Scheiße, da standen drei Gegner, ich hätte alle drei killen können. Bist du tot? Ich hätte aber dafür leider eine Waffe mit mehr als 100 Schuss gebraucht. Naja. Also Versorger, aber ja, Versorger finde ich immer so ein bisschen lame. Weil Dauerfeuer und so, nee. Das muss doch nicht sein. Oh. Das ist echt krass, wenn man eine Zeit lang Battlefield nicht gespielt hat, schießt man wieder auf die eigenen Gegner, wenn man denkt, dass das eine... Auf die eigenen Gegner? Ja, obwohl man denkt, also man denkt halt, dass das ein Feind ist oder so. Das die eigenen Gegner, das klingt witzig, du meinst die eigentlich. Nein, ja, es ist noch früh am Morgen für mich. Was? Ja, was ist, wenn man erst um 2 Uhr aufsteht? Also ich will schon wieder kurz warm ins Bett gehen. Nein, was ich mit ausdrücken wollte, war eigentlich nur, dass man, wenn man eine Zeit lang nicht gespielt hat, dass man dann wieder auf die Leute schießt, also auf die eigenen Leute schießt, weil man halt denkt, dass das ein Gegner ist. So. Wenn man die farblichen Unterschiede wahrscheinlich nicht mehr so gewohnt ist. Vielleicht. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist das bei mir wieder so. Oh mein Gott. Mein Gott. Wie viele Tickets hat der Server eigentlich?